Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Wir sind wieder mal hier an der Stelle, wo wir letztes Mal waren. Und ich würde sagen, wir versuchen es nochmal an dem Schwertkampfding. Oh, Moment. Ich rejustiere mal. Aha. Gerade das Mikrofon. Und dann klingt das auch direkt wieder ein bisschen angenehmer, zumindest in meinen Ohren jetzt hier beim Monitoring. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Vielleicht auch mit der Hasenmaske zusammen an dem Schwertmeister. Vielleicht bin ich dafür einfach zu langsam, aber wir versuchen es nochmal. Wenn du das schon, wenn dann eine Hasen. Okay, wir können es also nicht mit Hasenmasken. Dann weiß ich nicht, ob das gerade sehr viel Sinn hat. Dann lassen wir das. Tut mir leid. Aber. Jetzt habe ich das Mikrofon wieder verstellt. Yay! So müsste das eigentlich besser sein. Ja, was können wir denn alternativ machen? Was haben wir hier? Und die ganzen Spielchen und so. Lotterie. Ah. Du hast jetzt die Chance, dir für nur 10 Rubine alle deine Wünsche zu erfüllen. Wähle eine dreistellige Zahl. Wenn sie gezogen wird, gewinnst du 50 Rubine. Nur einer kann gewinnen. Aber wir versuchen es mal. Okay, wähle deine Zahl. Nimm mal meine Glückszahl. Die Gewinnzahlen werden in Kürze bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt heute Abend zwischen 6 und 11 Uhr. Das Los hat nur heute Gültigkeit. Heute werden keine Lose mehr verkauft. Bitte besuche uns morgen wieder. Heute Abend zwischen 6 und 11 Uhr. Alles klar. Gut. Bomben haben wir jetzt ja auch keine mehr. Was bist du nochmal für ein Laden? Der Bazaar. Ich glaube, da brauchen wir im Moment auch eher nichts von. Ja, was machen wir denn als nächstes? Bin halt so ein bisschen überfragt jetzt langsam, was wir hier wie wo machen müssen. Und bin tatsächlich auch geneigt, und das werden wir jetzt, glaube ich, einfach mal tun, dass wir uns mal eine kleine Hilfestellung holen. Das ist ja ein neues Feature hier an dem Spiel. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich mir gerne so Tipps hole. Hallihallo, ich bin der Chica-Stein und du hast ein Problem, richtig? Es ist kaum zu übersehen. Kann ich dir mit meinen Talenten aus einer misslichen Lage helfen? Ich brauche einen Hinweis. Wir kriechen da rein. Und gucken wir mal, ob es denn diesmal auch Hinweise gibt, die irgendwie interessant wären. Okay, Sümpfe. Die Erbse bahnt den Weg. Ah, wir brauchen Wasser. Müssen das da. Okay. Alles klar. Okay, wir haben in unserem Inventar ein leeres Gefäß und ja, wie wir jetzt dann auch wissen, können wir mit diesem leeren Gefäß auch, ja, Wasser mitnehmen. Das wusste ich nicht. Ich habe mich schon gewundert, wie wir Wasser kriegen für die Wundererbsen. Aber dann ist das ja jetzt relativ klar. Wundererbsen müssen wir uns auch nochmal besorgen. Ich glaube, dann nehmen wir nochmal, ja, wir können auf dem Weg ein paar Rubine mitnehmen. Aber dann gehen wir nochmal, würde ich sagen, in den Sumpf. Stehen geblieben. Hast du etwas in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es ankündigen, der... Ein Schwert. Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, Sie wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe von Dämmerwald. Seien Sie bitte vorsichtig. Aber brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Wir können ja auch direkt, mittels der Ocarina können wir auch direkt dahin fliegen. Fällt mir gerade wieder ein. Lied der Schwingen. So, und da kommen wir nämlich direkt zum Dekopalast. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Sümpfe des Vergessens, Dämmerwald. Okay. Gehen wir mal dahin. Notfalls müssen wir noch eins weiter. Weil vom Dämmerwald aus. Sümpfe des Vergessens. Das ist
Ah, genau, nicht das, was ich wollte. Gucken wir mal am Dämmerwald. Das müsste eigentlich die Zugangsstraße zum Dämmerwald sein. Da müssten wir dann entsprechend auch weiterkommen. Dämmerwald. Ja. Wunderbar. Okay. Wir müssen eigentlich wieder nach da hinten zurück, ne? Das ist eigentlich auch doof. Okay, hatten wir nichts anderes mehr als das. Dann... Bevor wir uns jetzt da den Weg zurückschlagen, das haben wir ja letztes Mal schon gemerkt, ist beschissener. Würde ich dann doch sagen... dass wir dann von den Sümpfen aus kurz mit dem Floß rüberfahren. Dauert halt ein bisschen länger, aber ist wahrscheinlich einfacher, als wenn wir da jetzt zigmal versuchen und sterben. Daher machen wir das jetzt so. Ja, was gibt sonst Neues? Eigentlich nicht wirklich etwas. Ach, Moment. Zwischen... aber erst abends, ne? 6 Uhr... Okay, wir müssen gleich wahrscheinlich sowieso nochmal zurück. Okay, wir machen es ganz anders. Wir könnten zwar jetzt los, aber ich habe ja eben das Lotterielos gekauft. Na, wobei... ja, doch. Wenn wir schon Geld dafür ausgeben, sollten wir es auch nutzen. Na, super, ein Herz nur. Ja, genau, auf Rubine und sowas hatte ich halt eher gedacht. Boah. Ich hoffe mal, das ruckelte hier gerade nicht in der Aufnahme auch so extrem. Nacht des ersten Tages. So, und jetzt machen wir... gehen nach Südunruhstadt zurück. Oder nach Unruhstadt. Gehen kurz das Los einlösen und dann gehen wir wieder zu den Sümpfen. Eigentlich ziemlich blöd, aber... macht am meisten Sinn jetzt gerade. So, da sind wir wieder zurück. Dann gehen wir mal gerade gucken, ob wir das Los dann abgeben können. Wir haben wahrscheinlich eh nicht gewonnen. Wäre natürlich schön, wenn doch. Aber ich weiß noch gar nicht, gibt es da irgendeinen Trick für? Ihr wisst ja, Tricks immer gerne. Tipps und Tricks. Aber es ist halt blind. Es erfolgt nun die Bekanntgabe der Gewinnerzahlen. Deine Glückszahl lautet 510. Der Treffer der heutigen Ziehung sind 304. Pech gehabt. Wenn du noch ein Los kaufen möchtest, ja. Okay. Die Glückszahl. Du hast am ersten Tag bei der Lotterie mitgemacht, aber auf die falschen Zahlen getippt. Die Gewinnzahlen waren 304. Kann es sein, dass die grundsätzlich immer die Zahlen sind? Das wäre natürlich gut zu wissen. Erster Tag. Sollten wir uns merken, nur nicht für jetzt. wir nehmen nochmal von der Bank 10 Rubine einfach mit, oder? Nein, wir machen es anders. Wir gehen nochmal kurz hier unseren Glitch benutzen. Beziehungsweise die einfache Art und Weise hier hinten mit dem Rubin. Das machen wir nochmal gerade. Ah ja, er ist jetzt auch wieder da. So, machen wir noch einmal. Dann haben wir wieder 20. Dann müssten wir eigentlich mit den Wundererbsen hoffentlich hinkommen. Ich hoffe es mal. Ups. Ah, komm. Sollte eigentlich genug sein. Und Atta. Lieder schwingen und wir gehen zum Sümpfe des Vergessens. Und gehen dann da nochmal auf eine schöne Sumpffahrt. Das kennen wir ja mittlerweile auch schon. Oh, warum nicht? Ah, guck mal, da sind nochmal... haben wir gleich schon 30 zusammen, da müssten wir auf jeden Fall mit hinkommen. Ups. Na gut, nicht ganz. Aber gut genug. Na komm, hoch.
rein da und dann. Okay. Sie ist jetzt wieder nicht mehr hier. Okay, ich glaube, dann ist es doch einfacher. Meine Güte. Wenn wir es einfach so machen. So, und dann geht's ab in den Dämmerwald. Okay. Dann müssen wir nur mal gucken, wie wir hier genau wieder runterkommen. Am einfachsten. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Okay, das haut nicht hin. Das haut leider nicht hin. Ach so, das stimmt. Ah, blöd. Da müssen wir natürlich hier mit arbeiten. So, weg mit dir. Ich hoffe, da vorne ging es weiter. Ah ne, das war die Feenquelle, ne? Das war die Feenquelle. Ja, das war die Feenquelle. Ah, dann müssen wir noch weiter nach da. Naja, gut, komm, das schaffen wir auch noch. Ups. Ups. Na komm. Ach komm, dann halt nicht. So, haben wir den weg. Einmal. Und zweimal. Haben wir den auch weg. Und ich glaube, da vorne geht's zurück, hoffe ich. Und dann müssten wir eigentlich da sein, was wir eben in der Vision gesehen haben. Ah, cool. Haben wir das auch wieder voll. Ja, perfekt. Oh, blöd. Aber wo sind wir jetzt gerade genau? Das ist schon wieder so lange her. Oh Mann. Okay. Okay, jetzt müssten wir dann eigentlich gleich wieder in meiner Ausgangsposition sein, wo wir auch mit dem Floß ankommen, weil da unten ist nämlich der Steg. Ja, genau. Perfekt. Wahnsinn. Wobei. Ups, ich wollte eigentlich. Dämmerwald-Tempel über dem Wasserfall. Nehmen Sie den Weg vom Deku-Palast. Momentchen mal. Wenn ich hier durchgehe, wo sind wir denn dann? Deku-Palast, ah ja. Da wollten wir hin. So, und von hier aus gehen wir jetzt noch hier. Einmal hier hin. Einmal hier. Einmal hier. So, und da hinten müsste es die Höhle geben. Da müsste das Wasser, was wir gezeigt bekamen, drin sein.
Und da kriegen wir auch die Wundererbsen, hoffe ich. Ich würde mir jetzt ziemlich in den Arsch beißen, wenn sich jetzt herausstellt, dass wir die woanders mitnehmen müssen. Schauen wir mal. So, hier haben wir Wasser. Das haben wir. Du hast die Flasche mit frischem Quellwasser gefüllt. Wunderschön. Und da haben wir den Händler. Wunderbar. Möchtest du noch ein paar Wundererbsen kaufen? Für 10 Rubine sind sie dein. Ja, bitte? Du hast Wundererbsen erhalten. Finde einen Fleck weicher Erde und drücke bla bla bla. Ne, damit sie wachsen können, brauchen sie Wasser. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Alles klar. Von der äußeren Quelle da kommst du zum äußeren Palastgarten. Von der Quelle da kommst du zum Palastgarten. Dort gibt es eine Stelle mit weicher Erde. Du kannst die Erbsen jederzeit pflanzen, aber wenn du sie nicht mit Wasser benetzt, wachsen ihre Blätter nicht. Wir werden uns als erstes mal auf die Stelle konzentrieren, die uns gezeigt wurde in der Vision. Ich weiß, dass es noch etliche andere Stellen gibt, wo das auch gehen sollte. Aber wir konzentrieren uns erstmal, das war hier die Stelle. Inventar. Nein. So. Damit weg. Dann einmal eine Wundererbse in das Fleckchen Erde. Genau, einmal Wasser drüpp. Und sie wächst. Ja, da können wir dann gleich nochmal hin. Wir nehmen uns aber direkt mal einmal neue Wundererbsen mit und einmal neues Wasser. So, einmal Wasser. Ja, wissen wir. Ich lese, wie gesagt, nicht alles doppelt und dreifach vor. Das habe ich schon oft genug gemacht. Ja, wir möchten nochmal Wundererbsen kaufen. Und ich glaube, wir nehmen nochmal Wundererbsen mit, oder? Nehmen wir nochmal Wundererbsen mit? Na, besser nicht. Das ist vielleicht Geldverschwendung. Ich hoffe, wir müssen die jetzt nicht nochmal setzen. Nein, müssen wir nicht. Alles klar. Wir ziehen mal sicherheitshalber die Maske auf. Ich weiß nicht, wo wir da jetzt genau hinkommen. So, hoch. Okay, wo sind wir jetzt? Okay. Was sagt Taya denn? Ach ja, weißt du noch? Wenn du noch einen Sprung aus einer Dekolumne schwebst, kannst du mit R nach unten sehen. Pass bloß auf, dass du nicht an der falschen Stelle herunterfällst. Wir versuchen es mal. Alles klar. Nein! Nein! Das ist blöd. Okay, den können wir so direkt kaputt machen. Dann müssen wir trotzdem gucken, dass wir irgendwie hier wieder vorbeikommen, ne? Oh, ist das ärgerlich. Eigentlich dürfen wir hier gar nicht rein. Ich glaube auch fast, wir müssen uns wieder rausschmeißen lassen. Das war Zufall. Nein, müssen wir nicht. Okay. Oder? Oh, mal gucken, ob wir da hochkommen. Natürlich nicht. Warum kommst du da nicht hoch? Was ist, wenn wir hier reinfallen? Wo sind wir dann? Ah, dann sind wir hier. Okay, dann können wir quasi von hier aus wieder resetten. Dann müssen wir wahrscheinlich den blöden Typen da hinten wieder platt machen. Aber egal, das werden wir dann tun. Ich würde aber sagen, ich mache dann hier an der Stelle einmal gleich Schluss. Weil das gerade gut passt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Ist der da hinten jetzt wieder? Ja, ist er. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!